Hallo, ich bin Kati von Do It Yourself Inspiration. Und für diejenigen, die unseren Kanal noch nicht kennen, Do It Yourself Inspiration ist ein YouTube-Kanal mit ganz vielen Bastelideen. Eva und ich laden jeden Tag neue Videos für euch hoch, viele Ideen für Geschenke, für Dekoartikel, für alles Mögliche. Aus Lumbands, aus Papier, aus Fimo, viele Materialien benutzen wir. Schaut einfach mal vorbei auf unserem Kanal, ich blende euch hier einen Link ein. Und heute geht es aber nicht um Basteln und um Do-It-Yourself, sondern um einen Kinofilm. Project Almanac. Das war mein 7. Geburtstag. Was war das? Leute, seht euch das mal an. Da hinten, im Spiegel. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das bin doch ich. Ich finde den Film ganz spannend und würde mir den gerne ansehen. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die im Keller eine Zeitmaschine entdecken. Und mit dieser Zeitmaschine können die dann alles Mögliche erleben. Die reisen in der Zeit zurück, gewinnen im Lotto, erleben ganz viel und haben wirklich richtig viel Spaß. Aber irgendwann gerät das Ganze so ein bisschen aus den Bahnen. Es gab einen Flugzeugabsturz, Raubüberfälle, Brände. Das alles ist vorher nicht passiert. Eine von den Protagonistinnen ist auf einmal verschwunden. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht, das wird man dann im Kino erfahren. Der Film läuft ab März im Kino. Ich würde da gerne reingehen in den Film. Und heute will ich mir schon mal ein passendes Fan-Accessoire dazu basteln. Ich werde euch heute zeigen, wie man diese schönen Knüpfarmbänder selber machen kann. Das ist ganz einfach und ich habe im Trailer gesehen, dass die eine Protagonistin, ich glaube Jessie heißt die, die hat auch Armbänder um und deswegen kam ich auf die Idee, dass ich jetzt passend dazu auch Armbänder mache und mit den kleinen Perlen hier kann man da natürlich was Cooles draufschreiben und ich habe jetzt hier Project Almanac draufgeschrieben. Ihr braucht Baumwollgarn, ich habe hier schwarzes und blaues und kleine Perlen. Die sind aus Plastik und so kleine Würfel. Und in Schwarz steht da eben immer ein Buchstabe drauf. Außerdem habe ich hier eine Schere und ein Stückchen Klebeband, um das Ganze gleich am Tisch zu befestigen. Als erstes habe ich mir zwei Fäden abgeschnitten. Die sind beide ungefähr 1,5 Meter lang. Ich habe einen schwarzen und einen blauen genommen. Ihr könnt aber natürlich das Ganze auch in anderen Farben machen oder auch einfarbig. Wenn ihr nur eine Farbe benutzt, dann schneidet euch zwei Fäden in der gleichen Farbe ab. Ja, diese beiden Fäden, jeweils 1,50 Meter lang, mache ich jetzt so zusammen, übereinander. Und halbiere sie dann hier so. Und hier oben mache ich dann einen Knoten rein. Das klebe ich am Tisch fest. Dann kann es losgehen. Ich beginne mit einer Farbe und mache jetzt immer den gleichen Knoten so um das Band rum. Ich halte dafür hier die drei Fäden so zusammen und wickel immer hier diesen Faden so um die Finger rum, gehe dann hier rüber und gehe von hinten hier so durch. Ich habe jetzt 10 Knoten gemacht und jetzt nehme ich mal den Faden wieder zurück zu den anderen Fäden und nehme einen blauen Faden. Und mit dem blauen Faden mache ich das jetzt genauso. Immer wieder einen Knoten hier um die anderen rum. Hier sieht man jetzt schon so ein bisschen die Spirale, die Zeitspirale. Hier beim Schwarzen kann man es, glaube ich, nicht so gut erkennen, aber da ist auch so eine Spirale rum. Und hier beim Blauen. So, wenn ich so ein Stückchen hier fertig habe, geht es mit den Buchstaben los. Und als erstes das P für Project. Und da muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass das P richtig rum drauf gefädelt wird. Weil wenn ich so rum drauf fädeln würde, dann wäre das der letzte Buchstabe in der Reihe. So wäre es der letzte. Und
Wenn ich so rum drauf wedel, ist das der Anfangsbuchstabe. Hier mit 4 Fäden geht das eigentlich noch ganz gut. Die kriegt man ja alle noch gut durch die Perle durch. Wenn man mehr Fäden benutzt, das geht ja auch mit der Technik, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Perle. Deswegen habe ich jetzt hier 4 Fäden genommen. So, der erste Buchstabe. Und weiter geht's. R. So, das erste Wort habe ich jetzt schon aufgefädelt. Project. Und hier, das Garn ist doch relativ dünn hier. So, dass das hier so ein bisschen drauf rutscht. Aber das stört mich gar nicht. Das ist ganz gut, dann hält das hier. Und an dieser Seite will ich jetzt auch noch ein bisschen weiter knüpfen, damit hier eine kleine Lücke entsteht und dann das zweite Wort kommt, damit das nicht aussieht, als ob das ein langes Wort ist. Also werde ich jetzt hier einfach wieder ein bisschen weitermachen. So, und damit hier auch wirklich einmal so ein etwas dickerer Knoten ist und das nicht so gut weiterrutschen kann, nehme ich jetzt einmal beide blaue Fäden und mache hier so einen dickeren Knoten drauf, also mit beiden Fäden zusammen. Kann man ruhig auch 2 Stück von machen. So, weil jetzt ist es hier einfach ein bisschen dicker und das kann nicht hier rüber rutschen. So, jetzt sind alle Perlen aufgefädelt und ich befestige das Ganze nochmal am Tisch, damit ich hier unten weiter knüpfen kann. Hier geht es auch einfach wieder wie vorhin weiter. Mit einer Farbe mache ich 10 Knoten, dann mit der anderen. Oder je nachdem, wie ich es gerne haben möchte, kann ich auch immer abwechselnd Knoten machen. Oder alles nur mit einer Farbe. Da könnt ihr euch wirklich selber entscheiden, das, was ihr am schönsten findet. Ich finde es cool, dass das hier so Streifen sind. Und ja, schaut ihr mal, wie ihr das machen möchtet, welche Farben ihr benutzt. Alternativ kann man das ganze Band auch erst so fertig knüpfen und dann die Perlen im Nachhinein so draufziehen. Das geht vor allem ganz gut, wenn es nur ein Wort ist. So, für mich ist es jetzt lang genug für meinen Arm. Und hier am Ende fange ich jetzt an, hier erstmal den einen von den blauen Fäden so zu drehen. In eine Richtung. Ich drehe den einfach so. Bis sich das so ein bisschen kräuselt. Dann halte ich den hier fest und drehe den anderen auch so. So, und jetzt diese beiden Fäden nehme ich zusammen und drehe sie in eine andere Richtung zusammen. Und schon ist so eine kleine Kordel fertig. Das gleiche mache ich jetzt hier mit dem schwarzen Band, mache hier unten jeweils einen Knoten rein und dann kann man damit das Band zusammenknoten. So, und jetzt kann man eins von den beiden Bändern hier am Anfang durchziehen und dann hier einen Knoten drauf machen und oder eine kleine Schleife. So, meine Fanarmbänder sind fertig. Hier ist das Project Almanac. Dann habe ich noch Zeitreise gemacht. Und noch passend zu unserem Kanal, I Love DIY, Do It Yourself. Und hier bei diesem Band habe ich statt 2 Fäden 3 Fäden so halbiert. Und deswegen kamen mir am Ende auch immer jeweils 3 Fäden raus. Und deswegen habe ich es hier geflochten. Hier habe ich immer 5 Knoten gemacht, dann 2 schwarze, 5 pinke, 2 schwarze. Hier, das hatte ich euch ja gezeigt, 10 und 10 und 10. Und hier alles komplett mit einer Farbe. Und hier kann man es auch ganz besonders gut erkennen. Die Zeitspirale. Die Spirale von der Zeitreise. Wenn euch die Armbänder gefallen, dann klickt doch schon mal auf den Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, die Armbänder und noch eine weitere Überraschung zu gewinnen, dann schreibt in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn ihr Zeitreisen könntet? Wo würdet ihr hinspringen? Was findet ihr total wichtig, was ihr unbedingt gerne mal erleben wolltet?
und was ihr euch durch so eine Zeitreise ermöglichen würdet. Schreibt das alles in die Kommentare, ich bin total gespannt. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei und folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Eva und ich schreiben immer ganz viele Sachen auf Instagram und Twitter. Schaut einfach vorbei, es ist immer was Spannendes mit dabei. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!